Dann wollen wir mit Catherine reden. Wir haben nämlich zwei Gründe, mit ihr zu reden. Der eine Grund ist, ich muss kurz selber nachgucken. Sanjur glaubt, dass ein anderer Konzern illegale Operationen auf Monarch betreibt. Falls er dafür Beweis finden kann, könnte er sie als Druckmittel benutzen, um MSI wieder in den Herzchenvorstand zu bekommen. Das dürfen sie nämlich nicht, weil MSI hat nämlich die alleinigen Rechte an an Monarch. Triff dich mit Catherine und Madeline. Sanjur glaubt, dass Catherine weiß, also Sublet kann er nicht meinen. Es sei denn natürlich, er ist zu blöd, um zu realisieren, dass Catherine hier für Sublight arbeitet. Wo der andere Konzern seine Geschäfte macht, probiere die Informationen von ihr zusammen. Ich glaube, Sublight ist gar kein richtiger Konzern. Sublight ist einfach nur so eine Söldnergemeinschaft oder sowas in der Art. Das ist fehlerfrei. Raumverbrecher-Syndikat. Lilia Hagen folgt einer Spur zu einem überaus teuren Bergungsobjekt. Als der Vorstand Monarch verließ, wurden mehrere Fabriken und Forschungsanlagen fast vollständig intakt hinterlassen. Ein Großteil dieser Standorte wurde bereits um alle wertvollen Ressourcen erleichtert, aber die Agenten von Sublight auf Monarch entdeckten vor kurzem ein verborgenes Labor mit einem Vorrat an Alta Vitae Gas. Lilia braucht einen unabhängigen Captain, der die Bergung vornimmt. Das Passwort, wenn wir mit Catherine reden, ist Vorsintflutlicht. Vorsintflutlicht. Flutlicht. Was auch immer das sein soll. Das müssen wir sagen, sonst sind wir Marsch. Guten Tag, Catherine Malin. Aha. You blind fella? Or can you not see I'm busy? Why is it every sissy pig fucker who strolls into my town expects me to smile and shout awful friendly? Welcome to Fallbrook. Only nugget of paradise in this entire law-forsaken land. Like a void damn advert. Crude but forthright. I admire that. Truthfully spoken, I do aim to properly represent my aforementioned nugget of paradise. Charisma, wenn du mit ein kleines Stückchen Paradies eigentlich ein Stückchen Manticore sagen wolltest, dann ja. You know, I ain't heard that one before. Suppose I'll have to work harder to show you just what makes our town shine. But first, I'll need to know what brings you, stranger. Well, I'm half listening. Eigentlich bin ich hier, um mich um dein Problem mit Sublight zu kümmern. Der Boss hat mich geschickt, du Hornochse. Sanjur meinte, du wüsstest etwas über ein Unternehmen, das heimlich auf Monarch operiert. Irgendwas sagt mir, das ist Sublight. Ich hätte gerne ein Zimmer. Ja, deine Rezeption war weniger als hilfreich. Eigentlich bin ich hier, um mich um dein Problem mit Sublight zu kümmern. Good of you to finally haul your ass over here. I wired for backup weeks ago. Got something that's gonna require special extraction from Cascadia. Ich wette, wenn ich sie beleidigt hätte, sie als Hornochse bezeichnet hätte, dann hätte sie es gut gefunden. Ach ja, das alte Vitae-Zeug, das sie ja erwähnt hat. Ich habe bei einer Leiche in Stella Bay einen Zugangscode gefunden. Damit bekommen wir vermutlich Zugang zum Extraktionsort. Das ist Alta Vitae-Zeug, das Lilia erwähnt hat. So you got a brain on them shoulders. Excellent. Makes my life a world easier. To extract the gas, you'll need to siphon it from the lab in Cascadia into one of your ship's fuel tanks. Totally safe. Jo, das kann ich erledigen. Erklär mir doch mal gleich, was Alta Vitae-Gas genau ist. Definiere sicher. Meaning safe for me and my crew. Seeing as it ain't us undertaking the risk. Natürlich nicht. Und erklär mir doch mal gleich, was dieses Gas genau ist. Do I look like one of them egghead science types? Naja, quadratisch. All I know is that labs use it to create plants and livestock out of local species. But it's a controlled commodity, available only to the board. So it is of high value on the dark market. Soll das ein Witz sein? Hold your thrusters. I ain't even got to the tricky part. To get to the gas, you'll need to navigate through the town, which is overrun by marauders. The lab itself has become an infested nest, crawling with mantis. You gotta fight through or figure out some other way to exterminate them. Maybe the ventilation system? Kein Problem. Nioka hat schon mal mit Mantisauern zu tun. Unsere Fälscherin Ellie könnte sich bestimmt was einfallen lassen.
Ich nehme doch mal gleich, was Altar Vitalgas genau ist. Ich weiß das nämlich immer noch nicht. Do I look like buddy? Unsere Fälscherin Ellie könnte sich bestimmt was einfallen lassen. Die habe ich aber nicht dabei, das ist das Problem. Kein Problem, die Joker hatte schon mal mit den Mantisauriern zu tun. Ja, aber der traue ich nicht, dass die mich auch davor schützen kann. Aber Ellie kann... ist Medizinerin. Die kann sich bestimmt irgendwas einfallen lassen. I shall leave the details to you. Now, after you clear the Manti nest and reach the storage room... all that's left is to get the gas flowing into the fuel system. The task will require someone with technical skills. Or you could force it through with a plasma overload. Don't recommend that option, though, unless you want to get dead. No, I don't want to get dead. Unser VK kennt sich ziemlich gut mit Computern aus. Er könnte es vermutlich knacken. Gut, dass wir eine Technikerin haben. Parvati wird sich darum kümmern. Unser VK, hier. Well, I haven't seen the system, but... I feel confident saying I can split her asunder. I'll just bet you can. Men of the cloth never do cease to amaze me. Bright as a newborn star on the outside, blackest of holes within. Once you've got our goods, take them to the groundbreaker. Lilia's fencers ought to handle the rest of it. I've marked the coordinates for you to the lab in Cascadia. Use the passcode Antediluvian on the terminal to get in. But before you make your run, I could use a heavy helping hand regarding a local issue. For a fine fee, of course. Vielleicht habe ich daran Interesse. Good. This particular matter of opportunity has been eating at me for a while now. There's a Borst factory on up the way, run by a man who calls himself the King. Clive Lundberg, insufferable prick. That aside, it's a business ripe for the plucking. I want it. Clear as that. Aha, ein anderer Konzern. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Auftrag mit Mord und Chaos einhergeht. Stars, I hope so. Oh. Clive Lundberg, the self-proclaimed Borst King of Monarch, is swimming in profit and drowning in his ego. He's making the only meal to be had this side of Monarch, and I'm tired of ponying up for my dinner. I want that Borst factory, owner dead or alive. And you're the soon-to-be handsomely paid son of a bitch who's gonna get it for me. Das Zistenschwein hole ich problemlos vom Eis. Guess you've got it figured out then. Good. Hit him where it hurts. In his gut or his production lines ought to make do. Irgendwelche Tipps, wie ich hineinkommen soll? If you got brass knockers, you can shoot your way through the front gate. If you don't fancy getting shot to shit, you can try asking Duncan for a disguise. Might be another way in, assuming you're courageous enough to trek the sewers. Void if I know. Angenommen, ich würde die Fabrik sabotieren wollen. Then I'd say you might care to poison the sisty pigs, doctor a few financial records. Or throw a wrench in the canning machinery. Und wenn ich ihn töten wollen würde? Sometimes the simplest solution is the sweetest. I don't give a whit about the method or the means, just the end. Think good. It'll be more than good when you're finished. Maybe not for Clive, but for me and you, I'm sure. Oh, and if you don't fancy going in guns blazing or crawling through a sewer pipe, see Duncan in the dry goods and sundry building. He ought to have an employee ID in that stash of illicit goods he keeps for select clientele. May luck be with you, since I won't be. Ist nicht irgendwie? Wir haben noch eine andere Sache. Schlachthof Clive. Dank des Mangels an Saltuna-Alternativen auf Mana konnte Clive Lundberg mit der Führung der letzten verbleibenden Borstfabrik auf dem Planeten einen Mordsgewinn erzielen. Subleiten möchte den Profit des selbsternannten Borstkönigs von Monarch für ihn selbst beanspruchen. Da macht es doch eigentlich mehr Sinn, die Fabrik unbeschädigt zu lassen und Clive direkt zu töten, oder? Weil wenn wir die Fabrik und seine Zystenschweine töten, ja, dann ist weg. Dann kann man ihn doch gleich leben lassen, das ist ja Quatsch. Also dann hätte man es auch gleich sein lassen können, weil es ändert sich ja nichts für einen selber. Außer, dass man halt keine
Zystenschweine mehr kaufen kann, also kein Fleisch mehr kaufen kann von ihm. Also es macht eigentlich mehr Sinn, ihn zu töten, wenn man den Profit haben will, anstatt die Fabrik zu sabotieren. Aber das ist nur meine Meinung. Das ist nur meine Meinung. Was? Nein. Nein. Das ist ja... Das ist ja richtig bescheuert. Hier unten wird noch die Karte gerendert und ich kann... Oh, nee. Also, Lucal. Brettkönige, 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 Brettkönige. Da muss ich rein. Der leere Mann. Hinterm Wasserfall. So, Catherine, ich habe noch andere Sachen. Ja, ist mir egal. Ich habe mich noch nicht um Clive gekümmert. Lass uns über etwas anderes reden. Sure. So, Sanja meinte, du wüsstest etwas über ein Unternehmen, das heimlich auf Monarch operiert. Might be I know something about it. Might be someone hired my crew to blind drop supplies on the Northern Bridge. Might be they sure as shit weren't pirates. Now that I consider it, I ain't heard from my delivery team in far too long. Find them for me, and I'll pay you handsomely. Lügen, das kann sein, dass ich erkenne, wenn man eine Lüge auftischt. Du lässt irgendwas aus. Okay, ich muss unbedingt meine Dialogoption hochleveln. Ich kümmere mich drum. And I'll thank you kindly for it. Ich muss unbedingt meine Dialogoption hochbringen. Ich hätte gerne ein Zimmer. Das wird sie sowas von anpissen. I take it you don't have a reservation. No matter, I keep a suite of VIP rooms for visitors of your, let's call it a certain means. The VIP rooms charge by the night, but for you, I'll make it a one-time fee. Got a feeling you'll make me a fine investment. Für 366 nehme ich es. The fuck is this? Marvelous, do take care of the place. Maid service won't clean after a murder. Das reicht fürs Erste. Da. Wo kann ich ein Zimmer mieten? Yvonne Brennan. Warum kann ich ein Zimmer mieten? Es ist nicht so, als ob ich das bräuchte. Ich meine, ich kann überall schlafen, ohne dass die Leute sich beschweren. Und das ist stehen. Das heißt, ich kann hier auch nichts ablegen. Vika, ich verstehe das nicht. Irgendwas sagt mir, dass irgendwas Spezielles passiert, wenn ich schlafe. Yvonne Brennan, nette Brille. Folks I never met before are my most favorite kind. So, what's your story? Wieso eine Sonnenbrille im Dunkeln? Also, es ist wirklich eine seltsame Geschichte, aber ich bin 70 Jahre lang auf Eis gelegt, durchs Metall geschwebt und dann eines Tages... Let me just stop you right there, stranger. My question, it's not one I really want an answer to. Not unless it accompanies some extra bits. Understand? Nee. Wie viele Bits sollen es denn sein? More than you can afford at this time. Das denkst du. So sehen wir jetzt in dieser Bar schon Getränke, oder? Your eyes do not deceive you. This bar serves the sweetest fire water in all of Fallbrook. I got some snacks on offer too, from time to time. Diese Augen trügen dich nicht. Ist das eine Sublight Bar? If you're asking if it's Sublight owned, then yes. If you're asking if we give discounts to Sublight employees, then the answer is not only no, but doubly no. Also, Ms. Malin built the bar, the saloon, and the town to boot. If you got business with Sublight, I suggest you follow up with her. Gut, ich hätte gerne was zu trinken. Das ist ja alles Kacke. Ich nehme es zurück. Ich will doch nichts zu trinken. 1% Rabatt. 1%? Sublight ist ein Netzwerk aus Schrottsammlern mit Verbindung zum Transportwesen und zur Abfallbeseitigung. Sublight besteht aus unzähligen freien Diensten. Ja, kein Konzern. Sublight ist kein Konzern.
Ikonoklasten. Ikonoklasten sind eine Gruppe Überlebenskünstler, die in Ruinen von Amber Heights of Monarch leben. Angeführt von Graham Bryant, in einem unerschütterlichen Philosophen, hoffen sie eines Tages die Konzerne zerschlagen zu können, die ihrer Meinung nach die Kolonie an den Rand des Ruins getrieben haben. Die Fraktion steht ihr freundlich gegenüber. Händlerpreise sind um 5% gesenkt. Monarch Stellar Industries. Monarch Stellar Industries, MSI, war ein Unternehmen, das dem Vorstand treu ergeben war, bis es sich unter der Führung von Sanjay Nandi privatisierte. Sanjay ist der Befürworter von Arbeiterschutzrichtlinien und Verfechter demokratischer Ideale. Sein Ziel ist es, seine Ideologien in ganz Celsion zu verbreiten. Was irgendwie witzig ist, weil ja Monarch Stellar Industries heißt nicht. Also die Monarchen wollen in Demokratie. Ja, Monarch hat irgendwie einen ironischen Namen, ne? Der ganze Planet. Und die Clio füllt Jahrtausende wissenschaftlichen Fortschritts in Pillendosen ab und liefert sie zu deiner nächsten Apotheke oder Drogerie. In dem Angebot von Medikamenten gut, das wissen wir ja schon, was Anticlios Ding ist. Deserteure, die gibt es noch? Verständnisvoll. Wir müssen mal auf Edgewater vorbeigeschauen. Ich glaube, wir müssen da mal vorbeischauen. Ich bin nicht zufrieden übrigens mit der Entscheidung bei Edgewater, aber ich glaube, man kann nicht so richtig zufrieden sein. Ich habe da auch lange mit mir gehadert, ne? Also wenn es bisher eine Entscheidung gab in dem Spiel, dann ist es die Entscheidung, Edgewater oder die Deserteure zu unterstützen. Das Niles. Das ist echt... einfach so. Wir müssen mit jedem reden. Ich habe irgendwie keine Lust, aber es ist ein neuer Ort. Quietly now. Ich wollte mich auf den Stuhl setzen. You don't look like a smuggler nor a dandy. Catherine sent you back here? Warum haben wir eigentlich on alle second lila thought, it's best if I don't know. Pinke. What's your order? Warum haben wir alle pinke Haare? Oder so viele? Warst du Glacial Age Whiskey? No, I don't have any. If it's only a drink you're after, the full bar's upstairs. This here's the ante up, where you place your bets. Worauf kann ich Wetten abschließen? Tossball, autoloader races, card games, you name it. I ain't picky. And neither is Catherine. We'll both break your legs if you lose, then shirk on paying. Dann lass ich dich in Ruhe. Niles! Hey, if it ain't the cleaner, how'd the disposal go? Was it messy? I hope it was messy. Wer? Niles. Niles. Hey, if it ain't the cleaner, how'd the disposal go? Was it messy? I hope it was messy. Kennen wir den? Wenn wir den kennen, dann war das Remind me never to get on Ms. Malin's bad side. She's fine. Well, so long as you ain't on her bad side. Then she's liable to drown you in the waterfall. Duncan! Hungry? I'm famished myself. No rubbernecking. Make a buy or move on. Okay. Catherine meinte, du könntest mir einen Ausweis für die CNP-Fabrik geben. Not so fast. Our biometric IDs are special goods. Only on offer to special clients. Junge. Cotton? Junge, ich hab grad gesagt, Catherine hat mir gesagt, du kannst sie mir geben. Ich würde behaupten, die Tatsache, dass Catherine Malin mich geschickt hat, sollte mich besonders genug machen. Überprüf nochmal die Liste. Alter. She needs it for a job? Ja. Well, why didn't you say so? Reckoned you asked her where to best procure one and she obligingly pointed you my way. Mhm. Give me a jiffy to break. I mean, calibrate the ID. This goes like that. Nope, not quite right. A bit to the left, mayhaps. What? That'll do it. For a CMP factory line worker, she sure is a beauty. Careful. I'm trusting you to guard this specialty good with your life. I mean it. Lose the ID and you don't get another. Also, you'll be off my list of unwholesome customers. Will that be all, or do you require something to say... Scratch your itch. Was war das denn für ein Induendo? Ich bin nicht daran interessiert. Nein, nein. Wenn sie es angeboten hätte, vielleicht. Nein, 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 nein.
So. Hey, Cass. Knock, knock. Go away, White. That's not how the game works. I say, knock, knock, like I'm on the outside of a door. And you say... I swear to the architect, I will punch your lamps out. Oh, having a rough day? I lost a shipment out front. Barely made it out. Marauders got Keely. Ooh, Catherine is gonna flay the skin from your fingers. I know. Ich bin ein Bandit. Hunde, ne? Ja, ich laufe hier rum. Dafür, dass ich mir die ganze Zeit Banditen töte? Laufe ich ziemlich oft rum und plündere alles Mögliche. Andererseits. Banditen hier, also die Plünderer, die plündern ja nicht einfach nur, sondern die töten ja auch einfach alles. Ohne Fragen zu stellen. Also das mache ich ja auch. Also ich töte nicht einfach alles, ohne Fragen zu stellen, aber ich töte schon mal ganz gerne irgendwelche Leute. Come back later. Is better yet? Not at all. Was? Now is not a good time. It's important. Try again tomorrow. Was? Ich soll morgen? Ich soll jetzt wiederkommen? Was? Come back later. Ah, okay. Schade. Always imagined Fallbrick would be cleaner. Here. Stocked with better booze. Cheaper. I've emptied 14 big carts in the last 2 hours. That's because you've got a terrible tell. Ich kann nicht mit dem Geld umgehen hier. I wouldn't steer you wrong, friend. See? There it goes again. Wenn ich mit Geld umgehen, sagt der Mann, der sein ganzes Geld zweimal hintereinander, nicht hintereinander, aber zweimal fürs Tüfteln von der Waffe ausgegeben hat. Also hätte ich mein ganzes Geld nicht für Tüfteln ausgegeben, dann wären wir jetzt bestimmt schon bei 50.000 statt bei 30.000. Aha, eine Werkbank. Und zwei Verkaufsautomaten, die geben nochmal EP, wenn ich sie finde. In den Anführungszeichen. Warte. Beinau. Wieso sind Rüstungen, die man kaufen kann, immer so schlecht? Nicht immer, aber die ich kaufen kann. Oh. Ja, gut, ich hab nichts gesagt. Das ist so doof. Das ist das Gleiche, oder? Dialogfertigkeiten plus 5. Du bist mein. 553. Was ist das? Finger die Geräusche beim Wegen. Beim Bewegen. Was ist das? Rüstungsendstrahl. Rüstungswert Endstrahl 10. Erhöhten Rüstungswert von Körperpanzer und Helm gegen Endstrahlschaden. Aha. Klingt jetzt nicht so geil, aber ich kauf's mal. So, Schrott verkaufen. Ich habe ja wieder welchen. What? Ach, und die Clio war das. Ja, ja. So, Rüstungen. Es sieht jetzt nicht mehr so geil aus. Ich muss sagen, die hat mehr Stil. Die hat mehr Stil. Aber sie ist halt deutlich besser. Der Rüstungswert ist deutlich höher. Und ich kann sie modifizieren. So, Mods installieren. So. Also, was haben wir hier? Rüstungswert kinetisch oder Endstrahl? Kinetisch. Verstärken wir die Rüstung? Da kann ich nichts reinpacken. Also habe ich nichts bei Gerät. Bei dem Gerät habe ich nichts. Was haben wir hier? Schlägerausrüstung. Verbessert deine Fernkampf- und Verteidigungs-. Nee, deine Nahkampf- und Verteidigungsfähigkeit. Was ist das? Jagdausrüstung. Verbessert deine Fernkampffertigkeiten. Plus 5. Aha.
Tech-Fertigkeiten plus 5. Der Dialog- und Führungsfähigkeiten plus 5 und plus 10. Dann fehlen mir halt die Tech-Dinger, ne? 20 Kilo trage, Lautstärke der Schrittgeräusche. Ja, danke. Okay. Das heißt, ich bin jetzt bei... Was? Wo ist mein Charakter? Da. Zusammenfassung. Nee, Fertigkeiten. 75 überzeugen. Durch die Rüstung. Plus 10 durch die Rüstung. Plus 5 durch die Rüstungsmod. 93 Lügen. 80 einschüchtern. Aber dafür habe ich Technik nur noch 40, 40, 40. Anstatt 50, 50, 50. Nee, 45, 45, 45. Schade. Also, feeling like the civilized type, the waterfall is a good spot to wash your clothes. Ja, sicher. Spreadkönige, was war das nochmal? Ich habe doch gerade eben erst die Aufgabe angenommen. Ich muss. Nelson Mann, Spreadkuriere sind verschwunden für einen Anteil der Profite. Ja, ja, ja. Genau, die Spreadkuriere sind wir finden. Was ist das hier? Ein Landeplatz oder was? Kann ich hier mein Schiff rufen? Da, 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 da. Ah, ja, ist gut. Lass mich raten. Ich wollte gerade sagen, lass mich raten, du verkaufst jetzt Waffen, die besser sind als meine. Aber mach das nicht. Gut für dich. Hawthorns Ausweismodul anlegen. Zum Start der Fernlandung bitte der Ausweismodul des Captains einlegen. Juhu! Das ging schnell. So. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir sie jetzt als Landeplatz freigeschaltet oder so. Das ist der erste Planet mit zwei Landeplätzen. Also nicht das erste Planet, sondern das erste Gebiet mit zwei verschiedenen Landeplätzen. Jocelyn Julius. Wieso ist das hier so dunkel? Das ist Nacht. Eklig. Can I help you? Don't think we've spoken before. I would remember. You look, well, I wouldn't forget what you're wearing, no. Wieso sollten wir uns schon mal unterhalten haben? Most of the freshies spend their first night in the saloon. Fresh to Fallbrook, I mean. Me? I've been here going on 3 days now. I'm real friendly. Figure I've talked up everyone in town by now. But not you yet. Geplaudert nennt man das heutzutage also. Anscheinend ist heute dein Glückstag. Ich hab kein Interesse daran, freundlich zu sein. Anscheinend ist heute dein Glückstag. Every day I've been here has been my lucky day. Never won so much in my whole life. Aside from a close call during my wilderness hike, it's been a grand adventure. I'm dreadful blessed that Captain Crowley hired me onto the crew. Welche haarige Situation? Wieso versteckt die sich hier abseits von allen anderen? You heard that right. Wilderness almost got me pushing up daisies. If I wasn't so fleet-footed, I never would have escaped them Raptodons, then Marauders, and then that Manta Queen alive. To outrun him, I had to ditch my bag. All the bit cards from my winnings were weighing it down. A shame, because it was my favorite gun tote. Oh nein. Was sagst du, mit welcher Crew würdest du gleich nochmal arbeiten? Ah, you wouldn't have heard of them. They're just a small pot of smugglers. Kept getting their spoils stolen when they went to fence them. So they hired on a merc. They didn't mind my being so talkative, or them being my first protection gig. Captain Crowley, he does ask me to shut it sometimes. In fact, I probably shouldn't be flapping my gums about his crew at all. Mhm. Wie bist du in Fallbrook gelandet? Well, Captain Crowley wanted to take a pit stop. I'm the hired security, see? They pay me to guard the cargo, but right now the hull's empty. It's my first shore leave with the crew, and my maiden voyage before that. I can tell you it's been a real hoot. Ich sehe gar kein Schiff, das sie bewachen könnte. Irgendwelche Überlebenstipps? Captain warned us to take care around Devil's Peak. The bigger beasties tend to roam the slopes there. Mid-morning, I thought I'd try Fallbrook's self-guided wilderness hike, the one that leads up around the mountain. Safe enough, else they wouldn't advertise, right? Wrong. Scarcely made it back in one piece. Die Verwirrung verwirrt mich gerade. Ich weiß überhaupt nicht, was das Gespräch hier gerade soll. Ich suche nach Devil's Peak. Look for the horns and you can't miss it. Even I saw them when we flew overhead. Hörner.
Massive curved stone peaks, if you want to get technical. They're part of the mountain terrain. Ja, das war erstmal alles. Right then. Very well. Würde dich gerne etwas fragen. Then I'd like to answer it. If I can, that is. Das war erstmal alles. Right then. Very well. Ich bin gerade etwas verwirrt bei ihr. Ich weiß nicht, was die... Ich habe erst gedacht, sie wäre eine Besucherin. Dann hat sich herausgestellt, sie ist eine... Ich... Ja, gut. Muss ich das verstehen? Was die hier macht? Wieso die abseits von allen steht? Meinst du, bewacht irgendwelche Fracht? Hallo! Was ist das für ein Haus? Und warum ist hier nichts zum Klauen? Also nicht, dass ich mich beschweren will, aber... It read no time, make things da boomster. Hä, so seltsam, ein Haus? Ohne... Komisch. Nun gut! Also, wir müssen einerseits hinter dem Wasserfall und andererseits da entlang, glaube ich. Mit Sublight Lagerschlüssel aufschließen. Spread-Könige. Das sind keine Spreads. Los, Vika! Mach dein Ding. Okay. Nelson Masons Farmer-Car fühlen sich warm an. Subleitschläger. Alles klar. Raptidon-Hasher. Raptidon-Fleisch. Ausstattung mit Sicherheitsgurt Gold. Leichte Rüstung. Was ist eigentlich der Vorteil von leichter Rüstung? Hat die irgendwelche Vorteile? Ich meine, statmäßig ist sie scheiße. Statmäßig ist sie scheiße. Oder kann man da mehrere Mods reinpacken? In leichte Rüstung. Ja, bei schwerer Rüstung ist ja klar, die hat keine Modslots oder hat weniger Modslots. Müsste ja eigentlich logischerweise die leichte Rüstung mehr Modslots haben. Ah, da gibt's eine schwere Munition. Ey, wo ist denn jetzt die Pharmaka? Ich sehe die gar nicht, komisch. Ich glaube, die wurden gefressen. Ja, sowas. Ich meine, es müsste noch ein Spread geben. Ich meine, auf der Map war noch ein dritter. Ja. Fühlt sich warm an. Da ist nichts. Wie kommen Raptidons hier rein? Da ist noch irgendwo einer. Hä? Ach da. Nee, den habe ich ja schon. Hä? 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 Okay, Felix, ich muss... Spreadkönige. Nelson Masons Pharma-Car fühlt sich warm an. Nehmen den Spread-Kurieren die Pharma-Car ab. Statt den Herzenbericht. Ach so. Jetzt habe ich das verstanden. Er hat Spreads. Hat er das erzählt? Er hat Spreads trainiert, Kuriere für ihn zu sein. Habe ich nicht richtig zugehört? Hat er das erzählt? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich muss zugeben, ich lese die Untertitel nicht.
Ich kann mich sehr schwer auf die Untertitel konzentrieren, wenn sie reden. Oder ich lese sie nur sehr selten. Deswegen muss ich auch manchmal die Dialoge nachlesen. Und er hat mich mit seinem Zwinkern abgelenkt.